Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Tag 3, Dezember. Die Umschläge liegen bereit, mein Binder liegt bereit. Wir fangen heute an mit... Mit welchem fangen wir an? Ich glaube, mit dem haben wir angefangen. Dann haben wir mit dem angefangen. Ich glaube, wir fangen jetzt mit dem an, oder? Ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, mit welchem ich morgen anfangen soll. Wenn ihr Bock drauf habt. Es ist auf jeden Fall fester. Mal gucken, was drin ist. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, das sieht schon wieder so special aus. Oh, Dragon Quest. Ist das nicht das, was ich gerade spiele? Moment. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Jetzt gibt es da auch noch eine Challenge dazu, oder was? Oh mein Gott. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Oh mein Gott, wie krass ist das? Beträge. Geht eigentlich? 19 scheint das höchste zu sein, oder? Sehe ich das richtig? 19? Ne, 20. Hier, der Krieger. Oh, wow. Aufgebaut ist es wie die magische Tierwesen. Aber das Design, oh, wie cool ist das denn? Und warum steht hier 169 plus? Ah, ja, hier. Der Drache ist tatsächlich keine Ahnung wert. Oh, hoffentlich rubbel ich den am Schluss auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool ist das? Krasses, fettes Danke dafür. Cool! Boah. Boah, das muss eigentlich gleich rein, aber... Boah, ich bin gerade so geflasht. Puh, erstmal beruhigen. Mach mal Susan auf. Ich muss mich erstmal wieder einkriegen jetzt. Ich lasse das mal hier liegen. Ich habe hier ein bisschen Platz. Oh. Oh mein Gott. Was ist das bitte für ein krasser Tag? Kaminchaos. 180 Euro. Hier richtig viel würfeln und dreimal rubbeln. Nur ein Schornstein führt durch den Kamin zum weihnachtlich dekorierten Wohnzimmer. Der Schnuffelufs. Süß, der Schnuffelufs. Finde ihn und spare 10 Euro extra. In den anderen wird Santa leider feststecken. Oh mein Gott. Wie cool ist bitte das? Ich krieg die Krise. Leute, das ist der richtig schwere Umschlag. Der ist richtig schwer. Und so süß verpackt. Oh, jojojojoj. Das Band ist echt schön. Also selbst wenn es nur 3 Tage gewesen wäre, das hätte sich schon gelohnt, den Adventskalender zu kaufen. Ich sag euch, wie es ist. Also für mich hat sich das jetzt hier schon extra echt, echt richtig, richtig gelohnt. Also vielen Dank, Susan. Und Trio Design, mega. Und jetzt... Haut's mich bestimmt noch mehr von den Socken. Ich sag's euch. Oh, das sind einfach Tracker. Der Pinguin. Und hier eine süße Robbe. Oh, ich will das hier nicht kaputt machen, aber ich krieg die nicht. Hier ist einfach Pingu. Mini-Pingu. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich will, dass das Video nicht so lang wird. Aber ich kriege die hier, glaube ich, nicht raus, ohne das kaputt zu machen. Das sind richtig viele Tracker, glaube ich. Das ist ja cool. Im Winterdesign. Jetzt habe ich es rausgekriegt. Ich sag's euch, wie es ist. Oh mein Gott. Wie schön ist das bitte?
Wisst ihr, was ich mache? Wisst ihr, was ich mache? Ich nehme die für. Nee, ich nehme die für den Januar. Ich mache die hier rein in alle meine Umschläge und nehme die für den Januar. Die müssten reichen. Das sind richtig, richtig viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, ich krieg die auch nicht auseinander. Acht, neun, zehn. 10 Stück. Boah, die sind eigentlich zu schön, um sie zu benutzen, aber die. Boah, so schön. Annabelle, boah. Vielen Dank. Also, ich mache die jetzt da nicht mehr rein, sonst kriege ich die da wahrscheinlich nicht mehr raus. Boah, also heute bin ich echt richtig geflasht. Und ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich das noch irgendwie reinkriege. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das hier werde ich auf jeden Fall mir nächstes Jahr nehmen. Und das würde ich tatsächlich gern reinmachen. Ah. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also fettes, fettes Danke. Fettes Danke. Kriege ich das hier alles rein? Ich habe mir nämlich gedacht, ich mache die in die Umschläge und pack die dann hier rein. So weiß ich immer, was von was war. Aber ich glaube, die Dragon Quest werde ich echt raustun. Ich muss die gleich spielen. Die gehört zu dem Spiel. Aber dann ist halt das Problem, ich spiele gerade noch die magischen Tierwesen. Ah, hätte ich doch nur das Spiel von Steffi reingetan und damit noch gewartet. Ah, ich muss überlegen. Ich muss überlegen. So, ihr Lieben, ich opfer meinen Adventskalender wieder für euch. Ich glaube, ich hole den mal raus. Heute ist ja Tag 3. Und heute ist der erste Advent. Das heißt, ich darf freirubbeln. Das mache ich aber ohne euch, weil da drunter ist ein QR-Code und da kann ich mir was runterladen. Und ja, die Andrea hat gebeten, das nicht im Video zu machen. Den Wunsch respektiere ich natürlich. Die 3 ist hier. Oh, und Leute, ich habe euch gar nicht. Ich muss es ein bisschen spannender machen. Ich habe euch gar nicht gezeigt. Ich habe die Beträge beachtet, aber gar nicht die schönen Bilder hier. Hier so eine wunderschöne Kerze. Mit Schleife und Grünzeug und hier ein Weihnachtsstern. Ich glaube, die heißen so, oder? Ich bin mir nicht sicher. Seht ihr das überhaupt? Ja, hier. Wir müssen ja auch die schönen Bilder beachten. Geht doch sonst nicht. Sie hat sich so viel Mühe gegeben, die liebe Andrea. So, und hier ist tatsächlich jetzt R1 drunter. Das heißt, ich darf hier mit dem Nussknacker. Das heißt, ich darf R1 freirubbeln. Das mache ich aber, wie gesagt, offline, ohne euch. Mal gucken, wo R1 ist. R1 ist das hier. Das rubbel ich frei. Genau. Und das hier könnte ich theoretisch, glaube ich, mit euch zusammen aufrubbeln. Und welches machen wir denn da? Machen wir das hier? Oder machen wir der Reihe nach? Ich glaube, ich nehme das. Oder das? Ah! Ich glaube, hier ist ein höherer Betrag drunter als hier. Glaube ich. Oder ich nehme das hier. Ach, ich brauche erstmal meine Rubbelhilfe. Die irgendwie verschwunden ist. Meine Tochter hatte die vorhin zum Freirubbeln. Jetzt nehme ich halt das hier. Aber wenn die fehlt, bin ich traurig. Jetzt nehme ich halt das hier. Also ich nehme jetzt das hier. Das sind 15 minus 3, glaube ich. Sieht aus wie 3.
Was ist denn hier noch? Ich weiß nicht, ob das zum Design gehört oder ob das hier. Es geht auf jeden Fall nicht weg. Ja, doch, es geht schon weg. Ja, es gehört nicht zum Design. Es ist tatsächlich. Also 15 minus 3 sind 12. Und die packe ich jetzt einfach vorne rein, oder? 12. Wo nehme ich denn jetzt bitte 12 Euro her? Also hier sind schon mal 10. Ich habe das nächste Spielegeld noch nicht geholt. 12. Mache ich hier vorne rein, weil da hinten sind die Rubbelfelder. Jo! Und dann kommen wir zu Susans Adventskalender. Achso, und ich wollte eigentlich das Spielevideo heute hochladen, beziehungsweise gestern. Das funktioniert aber nicht. Unser Internet ist aktuell richtig schlecht. Und das Video geht, glaube ich, 1 Stunde und 20 Minuten. Es dauert so lang. Ich werde es auf 2-mal hochladen. Ja. Ich rubbel jetzt wieder eine kleine Weihnachtskugel frei. Und das sind 2 Euro. Und weil das Video so lang ist, rubbel ich das nachher ohne euch frei. Aber ich pack's mal ein. Ich hole eh nochmal alles raus. Weil sonst dauert das Video einfach wieder viel zu lang. Für diese Adventskalender. 2. Das war's schon wieder. Wir sehen uns morgen an Tag 4. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und einen schönen ersten Advent. Was gibt's noch zu sagen? Nichts. Grüße gehen raus an Susan, Trio Design, Annabelle und Tina. Ciao.